Heute habe ich für euch eine spannende geopolitische Frage mitgebracht, denn es geht darum, wer in den nächsten Jahren die Geschicke der Welt steuern wird. Werden es die USA sein oder wird es eher China sein? Ich habe dazu einen Vortrag mir angehört von einem sehr einflussreichen politischen Vordenker aus den USA. Und dieser Mann sagt ganz klar, weder die USA noch China werden die Geschicke der Welt steuern, sondern eine ganz andere Gruppe. Um wen es sich da handelt, das verrate ich natürlich gleich, geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Und wie ihr seht, ich bin immer noch nicht in Frankfurt, ich bin noch in Spanien, aber keiner soll sagen, der Hell, der sitzt hier nur in der südspanischen Sonne herum und macht hier keine Videos. Natürlich produziere ich für euch weiterhin Videos, weil es mir auch riesen Spaß macht. Und ich hatte auch Zeit, mich mal mit einem Thema auseinanderzusetzen, das ja momentan ja viele oder von vielen bedacht wird, überdacht wird, und zwar, wie sich unsere Welt verändert. Ich habe hier im Kanal ja schon verschiedene Videos dazu gemacht, dass es eine Art fortschreitende De-Dollarisierung gibt, dass China Druck macht, zumindest im Finanzbereich, den Dollar abzubauen, dass die BRICS-Staaten versuchen, eine Art eigene Handelswährung einzuführen. Und genau in diese Richtung ging jetzt jüngst ein Vortrag von Ian Bremmer. Ian Bremmer, ich komme noch gleich, wer das ist, dazu. Ian Bremmer sagt, dass die Welt in den nächsten 10 Jahren sich deutlich verändern wird und dass weder die USA noch China die dominierende Position einnehmen wird, sondern eine ganz andere Gruppe. Fangen wir aber erstmal an. Wer ist Ian Bremmer? Blende ich euch mal eine Grafik ein. Da seht ihr Ian Bremmer, so sieht der Mann aus. Er ist Gründer der Eurasia Group. Und die Eurasia Group, die hat Ian Bremmer vor 25 Jahren im Jahre 1998 gegründet. Und die Eurasia Group ist eine, ja, sagen wir mal, globale oder ein globaler Think Tank, der mittlerweile in mehreren großen Städten auf der ganzen Welt auch Büros hat, so um die 200 Mitarbeiter insgesamt. Und die Eurasia Group analysiert zum einen politische Risiken, hatte ich auch im Podcast schon mal besprochen bei mir. Da gibt es den Political Risk Index, auf den sich die Wall Street Firmen immer wieder stürzen, um zu schauen, wie stabil sind denn Länder. Aber die Eurasia Group berät auch Regierungen, berät verschiedene Gremien. Also das sind auch führende Köpfe dabei. Also neben Ian Bremmer, der in den USA Gewicht hat, der sehr, sehr bekannt ist, ist beispielsweise auch der ehemalige australische Premier Kevin Rudd dabei oder der ehemalige polnische Außenminister Sikorski oder auch, kennt ihr vielleicht, Sigmar Gabriel ist auch als Berater in dieser Gruppe aktiv oder in der Eurasia Group aktiv. Und das zeigt also, dass hier hochrangige Leute versammelt wurden, die politischen Einfluss hatten oder immer noch haben und die natürlich über ihre Vernetzung dazu beitragen, dass die Eurasia Group also entsprechende Studien vorlegen kann und entsprechendes Wissen hat und entsprechendes Know-how auch hat, um dadurch Politiker weltweit zu beraten. Und jetzt, bevor wir dazu kommen, wie sich unsere Welt in den letzten Jahren verändert hat und auch zu der Gruppe, die die Welt weiterhin beeinflussen wird, möchte ich euch kurz darauf aufmerksam machen. Ich blende es euch ein und ich verlinke es direkt unter dem Video. Es gibt ein neues Interview mit mir. Ihr wisst, wenn ihr schon länger im Kanal dabei seid, ich hoffe, das seid ihr, dass ich nicht so oft Interviews gebe. Bei Timo allerdings, da mache ich immer gerne eine Ausnahme, denn Timo, ihr kennt ihn vielleicht noch von Mission Money, später Extra ETF, hat ja einen eigenen YouTube-Kanal. Und im Vorfeld, bevor er also seinen Kanal gestartet hat, da hatten Timo und ich immer wieder Kontakt, haben auch darüber gesprochen, was er da so vorhat, was er macht. Und ich habe, das wisst ihr ja vielleicht, ja einen ETF-Sparplan mit einem Dutzend ETFs und 5000 Euro, die ich da im Monat rein investiere. Und als ich das ja, so nebenbei fallen habe lassen bei Timo, hat er gesagt, naja, aber da musst du mal nach München zu mir vorbeikommen. Da sollten wir mal im Detail darüber sprechen. Und genau das haben wir getan. Ich bin zu Timo nach München gefahren und wir haben darüber gesprochen, welche ETFs ich bespare, also welche Gewichtung ich habe, was so meine Gedankengänge dahinter sind. Vor allem, warum ich 5000 Euro da investiere und wie ich angefangen habe. Also wenn euch das alles interessiert. Ich habe das immer so stückweise in Videos und in Podcasts fallen lassen, aber jetzt mal komprimiert in einem Interview, dann schaut gerne bei Timo rein und natürlich lasst bei ihm auch ein Abo da, drückt aufs Glöckchen, dann werdet ihr immer informiert, wenn andere hochkarätige Gäste bei ihm im Kanal sind. Er hat da schon mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr gute Namen bei sich versammelt. Also reinschauen lohnt sich und dann machen wir jetzt mal weiter mit dem eigentlichen, ja, mit dem eigentlichen Kern des heutigen Videos. Ian Bremmer, Eurasia Group, ich habe es erwähnt, Think Tank USA brutal vernetzt. Und jetzt sagt Ian Bremmer in diesem
Vortrag, genau, in diesem Vortrag, den er gehalten hat, dass sich die Welt ja in den letzten Jahren verändert hat. Also wenn man mal zurückgeht in die Ära des Kalten Krieges und zu diejenigen hernimmt, die über 45 sind, dann sind sie in einer Welt aufgewachsen, die bipolar war. Blende ich euch mal ein. Bipolar bedeutet, dass es verschiedene Einflussbereiche gab. Es gab zum einen den amerikanisch dominierenden Einflussbereich und es gab den sowjetdominierten Einflussbereich. Ihr seht hier an dieser Grafik, die habe ich euch mal rausgesucht. Die ist von geopoliticalfutures.com und die zeigt so den Stand der Rivalität der USA und der Sowjetunion im Jahr 1959 und zeigt euch auch ganz schön so in Blau die USA und ihre Verbündeten. Ihr seht so den Einflussbereich der USA in diesem hellgrün, türkisgrün. Ihr seht so die Kolonien in Afrika der amerikanischen Verbündeten, was ja auch eine Art Einflussbereich wiederum darstellt. Und ihr seht oben in Rot auch die Sowjetunion mit ihren entsprechenden Staaten, Mitgliedstaaten, Vassallenstaaten, nennt es wie ihr wollt. Und auch Länder so in dem rosa Ton, wo die Sowjetunion, ja, sagen wir mal, Einfluss hatte. Das war so der Stand während des Kalten Krieges. Danach hat sich die Welt ja wieder verändert, denn dann gab es, sagen wir mal, eine Phase, nachdem die Sowjetunion zerfallen ist, in der die USA eher in einer Art unipolaren Weltordnung regiert haben. Das heißt, die USA konnten mehr oder weniger die Geschicke der Welt steuern. Sie hatten eine extreme wirtschaftliche Dominanz. Sie hatten und haben auch immer noch eine extreme militärische Dominanz. Und das hat dazu geführt, dass es also nicht mehr zwei Rivalitäten gab oder eine Rivalität zwischen zwei Blöcken, sondern dass die USA eigentlich mehr oder weniger allein die Geschicke der Welt nach dem Mauerfall und Zusammenbruch der Sowjetunion gesteuert haben. Blende ich euch auch mal eine Grafik ein. Die zeigt euch nochmal ganz gut, wie die USA eigentlich global vernetzt sind. Das heißt, ihr habt die USA in Schwarz dargestellt. Ihr habt aber auch in den verschiedenen Farben, und wir müssen jetzt nicht hier wirklich en Detail einsteigen, ich fand die Karte einfach gut, die ich bei meinen Recherchen im Reddit-Forum gefunden hatte. Das sind so die USA und die verschiedenen, nennen wir es mal, Militärbündnisse, die geschlossen wurden. Und die gehen natürlich von allein Lateinamerika unten über Europa, über die NATO bis runter über andere Bündnisse zu Australien, auch manchen über bilaterale Verträge asiatischen Staaten oder auch Israel oder manchen afrikanischen Staaten. Also ihr seht, die USA sind extrem global vernetzt, haben sehr, sehr viele Bündnisse abgeschlossen und haben dadurch auch lange Zeit die Welt maßgeblich mit beeinflusst und dominiert. Jetzt sagt Ian Bremmer, gab es aber vor etwa 15 Jahren ungefähr einen, ja, nennen wir es mal einen Kipppunkt, so 2008, 2009 herum. Da haben die USA aufgehört, so den Global Policeman zu spielen, wie man im Englischen sagt. Das heißt, die USA wollten nicht mehr der globale Polizist sein, überall einmarschieren und sich kümmern, was natürlich extreme Ressourcen bindet, was natürlich extrem viel Geld kostet. Da gab es auch während der großen Finanzkrise natürlich ein Umdenken, wo viel Geld in den Bankensektor geflossen ist, um die Banken, das Finanzsystem, gerade auch in den USA zu retten. Und das sind natürlich große Militäroperationen außerhalb, die viel Geld kosten, auch nicht mehr so erwünscht gewesen. Also deswegen gab es auch nachgelagert verschiedene Abzüge der USA aus Ländern, um einfach zu sagen, okay, wir mischen uns da global nicht mehr ein, weil das kostet unglaublich viel Geld und bringt am Ende eigentlich auch nicht so viel. Und das war auch so der Umbruch, wo andere Staaten, gerade wie China, aber auch in Teilen Russlands, natürlich viel mächtiger waren als in den 90er Jahren, als die Sowjetunion zerfallen ist. Und da ist natürlich auch eine Art Rivalität entstanden, im Gegensatz zu den USA, wo die Amerikaner auch gesagt haben, okay, wir ziehen uns da raus, weil das gibt nur noch mehr Konflikte. Wir machen eher unser eigenes Ding und dann müssen sich halt die anderen mehr oder weniger darum kümmern, um ihre Sicherheit. Wir stellen die nicht mehr für jeden bereit. Und da wurde es spannend. Denn das bedeutet laut Ian Bremmer, dass man jetzt nicht sagen kann, dass wir in den nächsten Jahren in eine Phase reingehen, wo man sagen kann, es gibt nur noch eine einzige Weltordnung. Die besteht beispielsweise unipolar aus den USA oder bipolar aus USA und China oder tripolar aus USA, China und verschiedenen anderen Vereinigungen, die da entstehen, sondern er sagt, wir kommen eher in eine Welt, die verschiedene Weltordnungen mit sich bringt. Was will er damit sagen? Zum einen sagt er, die USA, und ich habe es euch gerade anhand der Grafik gezeigt, sind extrem vernetzt, haben ganz viele Bündnisse abgeschlossen. Und das bedeutet, dass die USA nach wie vor die globale Sicherheitsarchitektur stellen. Das heißt, das ist schon mal eine Art Weltordnung, die unipolar ist, wenn Länder sich
bedroht fühlen, gerade von Ländern, die jetzt auch den USA nicht so gewogen sind, dann gehen sie eher in Richtung der USA und versuchen dort Schutz zu bekommen. Das ist also die eine Weltordnung, die unipolar funktioniert über die Sicherheitsarchitektur, die die USA gespannt haben, weil die USA im Gegensatz zu China theoretisch überall einmarschieren könnten. China ist dazu noch nicht bereit, ist eher im asiatischen Bereich stark, militärisch gesehen, aber nicht global. Also ist sicherheitsarchitekturmäßig gesehen die USA führend und würden diese Weltordnung darstellen. Jetzt ist es allerdings nicht so einfach, dass es nur um Sicherheit geht, denn blende ich euch noch eine Grafik ein. Stammt von Statista und zeigt euch mal oben und unten, Vergleich Jahr 2000 und Jahr 2020, den Handelseinfluss der USA in blau und von China. Ihr seht ganz klar im oberen, in der oberen Hälfte 2000, die USA waren im Jahr 2000 handelsmäßig extrem gefragt und beeinflussend. Spulen wir 20 Jahre nach vorne, seht euch die untere Grafik an, alles rot, das heißt, alle Länder oder extrem viele Länder wollen mit China Handel treiben, und wenn hier in dieser Grafik ein Land blau ist oder rot ist, bedeutet das immer, dass der dominierende Handelspartner entweder die USA sind oder China. In diesem Fall hat also China extrem aufgeholt, weil viele Länder sagen, naja, die Sicherheit, die wollen wir irgendwie von den USA haben, aber wir wollen uns auch nicht abschotten von China, weil der Markt einfach groß ist oder weil wir von dort Produkte beziehen. Und deswegen gibt es eine zweite Weltordnung, das ist so die Handelsweltordnung, und die ist laut Ian Bremmer bipolar, weil es gibt die USA und es gibt die China als große Handelsblöcke. Es gibt auch in der Mitte noch ein bisschen EU, aber insgesamt ist es eigentlich dominiert aus USA, also aus den USA heraus oder aus China heraus. Und hier ist also eine bipolare Weltordnung, die ebenfalls existiert neben der unipolaren Weltordnung, die die USA über ihre Sicherheitsarchitektur geschaffen haben. Und jetzt wird es aber ganz spannend. Ian Bremmer sagt jetzt also aber nicht, dass sich jetzt die eine oder die andere Weltordnung durchsetzt oder beide parallel existieren, sondern er sagt, es gibt einen dritten Spieler in dieser Gleichung. Und dieser dritte Spieler, das sind die Tech-Konzerne. Und die Tech-Konzerne kommen jetzt an einen Punkt, wo sie so groß sind, so gigantisch, so viele Daten haben, vor allem über ihre Algorithmen auch das Erwachsenwerden von jungen Leuten beeinflussen, je nachdem, was denen ausgespielt wird in Instagram, TikTok oder wo auch immer, dass sie immer mehr Daten an sich reißen und dass sie auch immer mehr die Leute mit beeinflussen. Und da kommen wir jetzt an einen Punkt, wo es darum geht, was mit diesen Tech-Konzernen wird. Das heißt, es gibt ein Szenario, das er nennt, dass vorwiegend in USA und auch in China große Tech-Konzerne beheimatet sind und dass die Staaten sagen, diese Tech-Konzerne sind so mächtig geworden, dass wir die an uns heranziehen, die mehr oder weniger extrem an uns binden oder übernehmen und die Staaten diese Tech-Konzerne also verstaatlichen. Das ist ein Randszenario. Das zweite Szenario, das er nennt, ist, dass die Staaten über Regulierung versuchen, den Tech-Konzernen Einhalt zu gebieten, dass sie nicht ganz so mächtig werden und dass es eine Art weiterhin globalen Wettbewerb gibt zwischen den einzelnen Tech-Konzernen, aber die Staaten, also die Regierungen, immer noch eine Art Kontrolle haben. Und das dritte Szenario, das er als auch relativ wahrscheinlich erachtet, wenn nicht gegengesteuert wird, ist, dass die Tech-Konzerne so mächtig werden, dass die Regierungen dagegen immer schwächer werden, dass die Tech-Konzerne also auch über die Daten, die sie haben, entsprechende, ja, die Regierungen entsprechend schwächen können und daraus eine technopolare Welt entsteht, in der also die Regierungen viel zu schwach sind, die immer größer werdenden Tech-Konzerne zu kontrollieren, zu regulieren oder irgendwie ja den Machteinfluss zu begrenzen, und dass dadurch der Tech-Bereich also immer dominierender wird, immer größer, und dadurch eine Art Weltordnung aus dem Privatsektor heraus entsteht, über die Tech-Konzerne gesehen, die nicht mehr von gewählten Vertretern des Volks abhängen, von Politikern, sondern eigentlich von Multimilliardären und privaten Investoren, die diese Tech-Konzerne steuern. Und diesen Vortrag, den fand ich also unglaublich spannend. Lass mir auch gerne mal einen Kommentar da. Das ist jetzt wirklich große Geopolitik, die wir heute hier im Kanal haben. Aber ich fand das so unglaublich, ja, gut beschrieben von ihm, wie er das geschildert hat, dass ich sagen muss, da muss ich mir auch mal Gedanken darüber machen natürlich. Und das bringt natürlich, und jetzt schließen wir noch den Bogen zur Geldanlage mit sich, dass man sich ganz breit aufstellen muss für diese Welt, die da kommt. Weil wir haben eine Weltordnung über die Sicherheitsarchitektur der USA, wir haben die Handelsarchitektur über China-USA und konkurrierend damit auch noch die Tech-Konzerne. Also man kann kaum bei einer Geldanlage jetzt noch sagen, ich setze eher auf den Westen oder ich setze eher nur auf China oder ich setze nur auf Tech. Also man muss eigentlich breit aufgestellt sein, damit man, egal was da kommt,
dabei ist und auch den einen oder anderen Bereich nicht ausschließt, weil sonst hat man am Ende möglicherweise aufs falsche Pferd gesetzt. Also lasst mir jetzt gerne mal da, was ihr darüber denkt. Da bin ich sehr gespannt und vergesst nicht, ich blende es euch nochmal ein, ich verlinke es euch drunter. Schaut mal bei Timo rein, schaut mal das Interview an und lasst mich auch gerne wissen, wie ich da so performe und abschneide, wie ihr das seht. Gut, dann war es jetzt für dieses Video. Ich bin Sebastian Hell, ihr seht mich wieder im nächsten und bis dann.